Ganz herzlich willkommen in der BKK Ernährungsakademie. Unser heutiges Thema: Laktoseintoleranz. Trend oder Tatsache? Damit der Körper milchzuckerhaltige Lebensmittel wie Milch oder Joghurt verdauen kann, benötigt er ein Enzym im Darm, das den Milchzucker in seine Bestandteile zerlegt. Und nur so kann der Milchzucker im Darm aufgenommen werden und dem Körper als Energie dienen. Fehlt dieses Enzym jedoch ganz oder teilweise, wandert der Milchzucker quasi unverdaut durch den Darm und verursacht dabei Beschwerden wie Blähungen oder Durchfall. Weltweit haben etwa 75% der Erwachsenen einen Mangel an diesem Verdauungsenzym und sind somit laktoseintolerant. Auf den ersten Blick mag das vielleicht ein wenig erschreckend klingen. Doch eigentlich ist es überhaupt keine Besonderheit, dass die Milchzuckerverträglichkeit nach dem Kindesalter nachlässt. Tatsächlich ist es so, dass die Fähigkeit, auch als Erwachsener Milchzucker verdauen zu können, nur in den Ländern weit verbreitet ist, in denen auch seit Jahrhunderten über die Muttermilch hinaus Milchprodukte auf dem Speiseplan stehen. Denn dort hat sich über viele Generationen hinweg bei einem Großteil der Bevölkerung eine Veränderung im Erbgut durchgesetzt. Das heißt, der Körper hat sich an die landestypische Ernährung angepasst und so werden eben auch im Erwachsenenalter noch ausreichend milchzuckerspaltende Enzyme im Darm gebildet. Dank dieser genetischen Anpassung können also viele Menschen, gerade in den nord- und mitteleuropäischen Ländern wie Deutschland, Milchprodukte auch als Erwachsener beschwerdefrei genießen. Während in Asien oder Afrika durchschnittlich 90% der Bevölkerung laktoseintolerant sind, betrifft es in Deutschland schätzungsweise nur ca. 15%. Immer mehr Menschen greifen zu Spezialprodukten ohne Laktose. Denn in den Supermärkten wächst das Angebot stetig. Neben Milch werden auch laktosefreie Joghurts, Brotaufstriche oder Käse angeboten. Sogar auf Lebensmittel, die von Natur aus überhaupt keinen Milchzucker enthalten, verspricht die Verpackungsaufschrift laktosefrei einen Mehrwert. Manch einer bekommt da schnell den Eindruck, Milchzucker sollte generell gemieden werden. Vor allem, wenn hier und da der Darm ein wenig zwickt, wird lieber gleich komplett auf Milchprodukte verzichtet. Sicher ist sicher. Doch Verdauungsbeschwerden oder Luft im Bauch können vielerlei Ursachen haben. Sollte tatsächlich der Verdacht auf eine Milchzuckerunverträglichkeit bestehen, sollte dies lieber erst einmal medizinisch bestätigt werden. Ein Termin beim Gastroenterologen, ein Atemtest oder das gemeinsame Protokollieren von Lebensmittelauswahl und Beschwerden kann bei der richtigen Diagnose helfen und eventuell die tatsächliche Ursache für einen unruhigen Darm entlarven. Auch der Speiseplan von laktoseintoleranten Personen bietet Genuss und Abwechslung. Ein Blick in die asiatische oder afrikanische Küche verrät, wie viele Gerichte gänzlich ohne Milchprodukte auskommen. Außerdem gibt es Lebensmittel wie Quark oder Käse, bei denen durch den Reifeprozess der Milchzucker stark oder komplett abgebaut wird. Und auch milchzuckerhaltige Produkte, die durch das Hinzufügen des Enzyms Laktase verträglich gemacht werden, bereichern die Lebensmittelauswahl von Betroffenen. Vorsicht ist hingegen bei Fertigprodukten geboten, wie Soßen, Süßigkeiten oder beispielsweise Süßstofftabletten. Ein Blick in die Zutatenliste verrät, ob ein Lebensmittel verträglich ist oder nicht. Denn bereits seit Ende 2005 müssen Lebensmittel, die häufig Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen, auch in kleinsten enthaltenen Mengen angegeben werden. Manchmal versteckt sich der Milchzucker jedoch auch hinter Zutaten wie Molke, Molkepulver, Sahne oder entrahmter Milch. Und auch bei Medikamenten sollte lieber der Beipackzettel geprüft werden. Wer generell unverarbeitete Lebensmittel auswählt, hat es relativ leicht. Dennoch empfiehlt sich eine professionelle Ernährungsberatung bei einem Diätassistenten. Denn hier bekommt man weitere Tipps und Tricks für eine ausgewogene und kalziumreiche Ernährung. Außerdem kann nach 4 bis 6 Wochen Schritt für Schritt die tatsächliche Verträglichkeit verschiedener Milchprodukte ausgetestet werden. Manche Betroffene bemerken beispielsweise bereits bei Sahne oder Butter die kleinen Mengen des enthaltenen Milchzuckers.
Andere hingegen können Quark oder Käse beschwerdefrei genießen. Generell gilt, je härter ein Käse, also je länger die Reifezeit, desto verträglicher. Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten. Die Diagnose Laktoseintoleranz bietet vor allem die Chance, sich mit dem Thema Ernährung und den Inhaltsstoffen unserer Lebensmittel einfach mal genauer auseinanderzusetzen. Das fördert dann nicht nur die Darmgesundheit, sondern hilft Ihrem gesamten Körper, sich rundum wohl zu fühlen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren und hoffe, Sie besuchen uns bald wieder in der BKK Ernährungsakademie.